Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zurück bei Let's Play Lego Insel 2, immer noch mit mir und dem einzig wahren, dem grandiosen, dem Mann ohne Audio-Spam heute in dieser Episode, und zwar... Weehawk LP! Ja! Ohne Bass, ohne Audio-Spams. Tja, sein Alter macht ihm langsam zu schaffen und die ersten besonderen Eigenschaften verlieren schon ihre Wertigkeit. Das Alter ist nun mal nichts Schönes. So gut. Ja. Ich bin wieder so gemein heute. Gut, wir sind... Das ist echt gemein. Jo, ich bin jetzt mal einfach aus Versehen in eine Cutscene reingelaufen. Sehr gut, sehr gut. Bist du berechtigt, den Polizeihelikopter zu fliegen? Ziemlich cool, was? Yeah. Geil. Wow, der ist echt cool. Aber ich wette, ich kann ihn noch cooler herrichten. Also ich persönlich kann mir nichts Cooleres vorstellen als einen schwarz-weißen Polizeihubschrauber. Nö, nö. Du kannst ihn aber für jedes Transportmittel nach deinen Vorstellungen gestalten, wenn du willst. Danke, Nick. Oh, bitte, hieß Sheriff Pepper. Ach, fast habe ich vergessen, dir deine Aufgabe mitzuteilen. Nein, sie besteht nicht darin, den Hubschrauber cool herzurichten. Du sollst in die Wüste fliegen. Berichten das ist gemein. Befindet sich dort eine Seite. In Ordnung, Sir. Ja, also ich fasse mal eben zusammen. Pepper, der irgendwie 12 ist oder so und schon als Pizzabote arbeitet, ist jetzt auch noch Sheriff und darf erstmal mit einem Helikopter in die Wüste fliegen, alleine. Das Sie klingt, schicken ihn in die Wüste. Unglaublich. Das klingt alles so realistisch und glaubwürdig immer. Ich finde das so geil. Ja, es ist einfach aus dem echten Leben gegriffen, deswegen mag ich dieses Spiel so. Ja. Oh, oh. Das ist auf jeden Fall. Wow. Und du kannst es nicht spammen. ich kann es nicht spammen, aber ich kann es mit meinem Mund irgendwie versuchen, halbwegs originalgetreu darzustellen. Maboy. Ja, tatsächlich lustigerweise ist es ja auch wieder mal ein lustiger Charakterzug von Pepper, der sich nur darüber geschert hat, wie er diesen komischen Hubschrauber auch cool herrichten kann. Anstatt mal drüber nachzudenken, dass er jetzt in eine blöde Wüste fliegen muss mit dem Teil, aber ja. Ist ja jetzt nicht so schlimm. Ich richte ihn jetzt mal cool her, der sieht irgendwie immer scheiße aus, also steigen wir einfach mal ein. So. Gut, mit dem Helikopter können wir übrigens nur an vordefinierten Stellen unseren Platz finden, also quasi nur an diesen lustigen H-Punkten, Hubschrauber-Landeplätzen, wenn man so möchte. Aber ich finde das eigentlich mal ganz nett so mit dem, wir fliegen quasi in der Superbahnhofsvorsteher-Perspektive durch die Lände. Du hast recht, ja, oh mein Gott, wir können endlich fliegen wie der Superbahnhofsvorsteher, ach herrlich. Guck mal, wir können, ah! Nein, es funktioniert nicht! Wir können leider nicht durch das Tor fliegen. Aber es findet sich so manche lustige Sachen hier. Zum Beispiel diesen total sinnlosen Anlegehafen. Warum der auch immer da ist. Hallo! So, ihr merkt, diese Episode ist schon mal von guter Laune gezeichnet. Ich habe gerade gar nicht so viel zu sagen. Was ich auf jeden Fall mal zeigen möchte, ist das hier. Diese Höhle hier ist unter Lego-Insel-Veteranen schon immer ein Rätsel, weil man kann dort nicht rein, aber sie ist definitiv vorhanden. Nur was ist in dieser verdammten Höhle? Es wurde nie gelüftet, dieses Geheimnis. Und man kann, egal wie man es anstellt, da nicht reingehen. Insofern kann ich euch auch nicht helfen und euch sagen, was da ist, aber... Ja, es quält mich seit Jahren. Es quält mich seit Jahren. Egal, Rüdiger, wollen wir dann jetzt erstmal unseren Weg machen in die heiligen Hallen der Wüste? Wir gehen unseren Weg. Schreite mutig voran in die Wüste. Harakiri! Oh mein Gott! So, dass Pepper natürlich einen Hubschrauber fliegen kann, ist ja auch eine Kunst für sich. Ich meine, der kann das halt, der braucht keine Einweisung oder so. Ist ja relativ einfach, habe ich gehört. Hubschrauber fahren, fliegen. Fahren ist vielleicht noch einfacher. Hubschrauber fahren, ja. Packst ein paar Räder an, Motor und los geht's, ey. Kannst du sogar, oh geil. Kannst ein ganzes Amphibienfahrzeug generieren. Naja, wir werden jetzt auf jeden Fall in die Wüste gehen, wo uns eine Menge interessanter Sachen erwarten. Und vor allen Dingen ein verdammt riesiges Gebiet, wie man sieht. Und eine entspannte Musik fürs Erste. Du hörst sie leider nicht, aber die ist gerade sehr, wie soll ich sagen, karibisch. Ein wenig kubanisch. Ich kann es mir lebhaft vorstellen. Ich spüre es richtig. Ja. Aber ich finde... Diese Overmap von der Wüste, ich meine, ihr könnt euch vorstellen, dass wir hier nicht überall hinkommen, haben die sehr, sehr schön gemacht mit diesen Kleinigkeiten, die man einfach findet auf dem Wegesrand, wie diesen Vulkan hier oder die ganzen, guck, da ist noch so ein kleines Dorf und wir haben hier überall so Kleinigkeiten, die sich echt lohnen, einfach zu überfliegen. Das fand ich damals schon sehr, sehr cool gemacht. Zum Beispiel hier haben wir auch so ein kleines vulkanisches Dorf,
Das hat einfach Stil. Ich mag das. Und über Lava hier, was natürlich überhaupt nicht übertrieben ist oder so. Nein, überhaupt nicht. Da ist natürlich noch so einer. Da haben wir sogar einen Landeplatz. Und was würdest du hier gerne leben, Rüdiger? Ich weiß ja jetzt nicht so. Ja doch, eigentlich schon. Ich glaube, ich würde mir auch so ein Leben bei so einem Vulkan würde ich mir auch vorstellen. Im Dorf, bei den, wie nennen sie sich, Vulkaniern, keine Ahnung. Bei den Vulkanen, ja, aus Star Trek, genau. Wie nennt man sonst Leute, die in der Nähe eines Vulkans leben, wenn nicht Vulkanier? Einwohner. Tut mir leid, dich zu enttäuschen, aber Einwohner, so. Warte auf. Übrigens auch lustige Sachen an, wie zum Beispiel hier haben wir so einen lustigen kleinen Tempel. Natürlich immer noch alles aus Lego. Es ist sehr, sehr schön gemacht hier, finde ich. Aber wir sollten natürlich, so früh wie möglich einen geeigneten Landeplatz finden. Und dieser Ort hier, merkt euch diesen verkackten Ort. Ich sag euch, da werde ich nachher noch in die Luft sprengen alles, weil das, das ist ein Ort, den wir tatsächlich bereisen werden, zu meinen, ja, Ungunsten. Hier haben wir natürlich, ja, tust du das? Ich hasse dich. So. Ich weiß, ich kann mich hier schön entspannt zurücklehnen, genießen, was du hier machst, ab und zu mal einen flapsigen Spruch von mir geben. Das passt schon. Da, so wollte ich das ja auch haben, deswegen bist du auch da, keine Sorge. Aber gut, ja. Ich muss mich da jetzt erstmal durchspielen und hier sehen wir den einzigsten, aber dennoch großen Landeplatz mit einem lustigen Haar drauf. Wir sind jetzt in der Wüste. Der gute Pepper wird das schon irgendwie meistern. Ich meine, er hat uns beide ja als gedankliche Führer. Den Titel hätte ich auch als in der Führer. Realität gerne. Oh mein Gott. Wir heben einfach nur die Hand, falls du verstehst, und alle folgen oder so. Genau. Gut, ich bin mal schon, naja, das wäre eine Lüge, wenn ich sagen würde, ich bin gespannt, was uns erwartet, denn ich weiß es schon. Aber ich kann mir vorstellen, dass ihr gespannt seid und ihr werdet auf jeden Fall nicht enttäuscht sein. Ich sag nur, Indiana Jones war gestern. Definitiv. Und Spielberg hat in Lego Insel seinen Meister gefunden. Und ja, die Ladezeiten sind immer so lang. Ach, ich finde sie eigentlich echt schön. Willkommen auf der Adventurers-Insel. Ich bin Joe Freeman. Und dies ist das bezaubernde Fräulein Pippin Red zu Diensten. Und du bist bitte? Pepper, Fräulein. Ich meine Pepper. Nicht Pepper, Fräulein. Einfach nur Pepper. Ich komme von der Lego-Insel und ich suche... Oh, ich weiß. Die verloren gegangenen Seiten der... Konstruktopedia. Genau. Der Informaniac hatte schon angedeutet, dass du auftauchen und Hilfe brauchen würdest, um zur Oase zu kommen. Da hat er recht. Das hat er meistens. Hör mal, wir haben hier so eine Sache, die hat mit Schlangen und Juwelen zu tun. Oha. Wenn du uns hilfst, helfen wir dir auch. Auf los geht's los. Yay, das seht ihr schon. Der gute alte Indiana Jones, in diesem Fall Freeman und seine Frau, Fräulein Pippi Red. Und ich muss auch mal sagen, ich find's immer witzig, wie das Spiel dir immer ins Wort fällt, Rüdiger. Das macht es einfach echt mit System, das hat was. Das Spiel mag mich nicht. So. Ich mag aber diese Umgebung hier nicht, ich gestalte es mal ein wenig stilvoller hier so... Palette Blümchen, so, ja. Oh, hier so ein Verkehrsschild. Ja, braucht man auch in der Wüste, ist ganz wichtig. Ja, durchaus. So, hier in der Wüste gibt's eine Menge, ja, durchaus eine Menge Sand. Die man einfach begehen kann. Viel Attraktionen gibt es da allerdings nicht, außer halt eben ähnlich wie die Kelche aus dem Mittelalterland, diese lustigen Kristalle überall. Und weil Pepper ja sowieso nicht in Eile ist, ich meine, es gibt ja auch irgendwie nichts zu tun, werden wir jetzt ein bisschen nach Gold suchen, nach diesen Diamanten. Wenn wir nämlich welche finden, dann ist das immer ganz nett. Einfach nur, um euch ein wenig die Gegend zu zeigen, um vielleicht auch das ein oder andere kleine Gimmick zu finden, nicht wahr, Rüdiger? Ja, natürlich. Genau. In der Wüste haben wir übrigens hier so ein lustiges Sandboard. Das, das fand ich immer sehr interessant. Das war immer cool, das stimmt. Das hat mir immer sehr gefallen. Ja. Es verändert sich übrigens auch in den anderen Welten. Im Mittelalter-Level hat sich es noch nicht verändert, aber ich sag mal, bei einem späteren Levelabschnitt, wo damals mein allererstes Let's Play von diesem Spiel abgebrochen wurde, da gab es auch eine Veränderung. Aber dazu kommen wir noch. Und da war damals auch schon der gute Rüdiger dabei, ey. Das ist 2 Jahre her, ey. 2 Jahre ist das jetzt hier, unglaublich. Oh Mann. Aber wir spoilern noch nicht, was das ist. Nicht wie eine gewisse andere Sache, die vor allem damals gespoilert wurde. Ja, also da weiß ich jetzt nicht, was du meinst. Ich finde das auch jetzt gar nicht nett von dir. So. Hier haben wir ein lustiges Wasserflugzeug. Ein Arwing. Nein. Ein Arwing, ja. Auf einmal kommt Peppy aus dem Wasser. Oh Gott.
Es wäre allerdings ein bisschen gruselig. Da oben auf diesem Berg ist übrigens auch so ein Kristall. Ich habe mich nur immer gefragt, wie man da hochkommt. Wahrscheinlich mit dem Hubschrauber, würde ich fast behaupten. Da haben wir noch ein Flugzeug drin. Warte, ich weiß nicht, ob man das sieht. Da, seht ihr, auf diesem Berg ist tatsächlich ein Kristall. Nur den werde ich jetzt definitiv nicht holen. Ich habe nämlich keine Ahnung, wie. Aber so viel Zeit habe ich auch nicht. Also möchte ich nicht dafür opfern. Was übrigens auch lustig ist, was sagst du, wenn man... Was wird wohl passieren, wenn Pepper vom Skorpion gestochen wird? Gute Frage. Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Also normalerweise müsste ein grausamen Tod sterben. Man kann übrigens hier keine Pizza werfen. Ich demonstriere das mal mit dem Klickgeräusch von meiner Leertaste. So. Sehr schön. Normalerweise müsste Pepper jetzt sterben, aber was er tatsächlich tut ist... Oh, der Skorpion verschwindet erstmal. Ja, das ist natürlich... Ja, also Skorpionstiche macht einem ja nichts. Merkt euch das, liebe Kinder. Tut nur ein bisschen mehr. Dieses Spiel vermittelt wirklich wichtige Werte. Das finde ich toll. Das ist echt klasse. Also das würde ich... Ich würde es meine Kinder wirklich spielen lassen, wenn ich denn welche hätte. Aber trotzdem sollte man nicht alles, was dieses Spiel zeigt, glaube ich, ganz ernst nehmen. Weil ich meine, sonst fahren meine Kinder dann später noch mit so einem Auto durch die Gegend, was sie von der Polizeistation geklaut haben. Lassen sich von Skorpionen stechen, sammeln in der... fahren in die Wüste und sammeln von toten Leichen. Ja, tote Leichen, was... Au! Tote Leichen? Tote Leichen. Und sammeln ganz witzige Diamanten und fahren mit einem Skateboard durch die Wüste, beziehungsweise mit einem lustigen Snowboard, was weiß ich. Waveboard. Ein Waveboard. So. Yeah. So, aber ich glaube, so langsam gehen mir diese sandigen Hügel ein bisschen auf den Sack. Ich glaube, sollten wir lieber mal nach dem guten alten Indiana Jones Verschnitt suchen. Wo der sich denn auch immer befindet. Da hinten? Ah ne, da hinten war noch so ein Kristall. Den nehmen wir doch gerade mal mit. Hui. Sieht auf jeden Fall verdammt episch aus, oder? Yeah, ich habe aber immer das Gefühl, das ist langsamer als einfach zu laufen. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie kommt mir das immer echt so elendig langsam vor. Aber es sieht eleganter aus und das ist ja das Wichtigste. Ich glaube nicht, dass das hier irgendjemand interessiert. Vielleicht diesen Heuballen, der durch die Gegend fliegt. Ja, der Heuballen. Da hat er auf jeden Fall sehr viel Wert drauf. So, ich guck gerade nochmal hier. Ich kann mir gut vorstellen, dass hier so ein Ding liegt. Nein, ich wurde enttäuscht. Traurige Zeit. Gut, dann gehen wir doch jetzt mal in die nächste Zwischensequenz. Was denkst du, erwartet uns denn, mein lieber Freund? Ja, viele Intrigen. Und Herzschmerz und ist klar, ey. Die zwei werden sich jetzt trennen und Pepper wird ihm seine Freundin klauen. Genau, das wird jetzt passieren. Rüdiger hat's prophezeit und ich würde sagen, testen wir doch einfach mal, ob es wirklich der Realität entspricht. Hallo. Moment, jo. Nein? Achso, ja. Ich muss nämlich jetzt in diesen lustigen, in dieses lustige Vehikel einsteigen und darf jetzt gleich mich erwehren gegen anstürmende Angreifer. Ja. Und leider hat Rüdiger nicht recht gehabt. Aber wann hatte er denn schon recht? Kein Thema. Ja, wir müssen die Juwelen verteidigen. Wir müssen quasi jetzt die, was sehr viel Sinn gibt, die Schlangen, die nach den Juwelen, nach den Juwelen ächzen. Wobei, wieso sollten die Schlangen das tun? Aber egal. Dürfen wir jetzt erstmal derbe ballern. Und ich habe vergessen, wie man schießt, das so mit der Taste. Wir sollten jetzt auf jeden Fall... So, auf jeden Fall muss ich mich jetzt konzentrieren und du darfst mal kommentieren, würde ich sagen. Ja. Also hier sehen wir sie wieder, diese Schlangen. Das, was man über sie sagt, dass sie normalerweise nur auf der Suche nach Beute sind, also das stimmt nicht. Sie sind einfach alle nur geldgeil. Deswegen wollen sie diese Juwelen haben. Das sind alle kleine Arknives. Das sind alles Arknives-Schlangen. Ein von da draußen. Na dann, also das hast du jetzt gesagt. Also ich wollte ja nur... Ein von da draußen. Aber das ist getroffen. Uiuiui, ich komme ja wirklich gefährlich nahe hier. Ja, ich frag mich auch, woher. Erstens, woher kommen so viele Schlangen? Dann zweitens, wieso sind diese Schlangen schneller als das Auto? Und drittens, wieso wollen sie Juwelen haben? Es muss eine Spezies der Schlangen sein, die unglaublich, nicht gerade menschenfreundlich ist. Aber das lässt sich ja alles noch bewerkstelligen, würde ich sagen. Ich meine, die Schlangen, die träumen auch von einem Leben inmitten der Gesellschaft. Kapitalistischer Reichtum, das ist das Ziel der Schlangen. Richtig, genau. Sehr, sehr geil. Sie die Erde beherrschen, wenn sie erstmal Geld haben, also... Das ist grundsätzlich zwar wahr, aber dennoch so falsch, Rüdiger. Oh Mann. Ach, ich bin überzeugt davon. In jeder Schlange steckt ein Kapitalist. Ja, wenn du das sagst.
Ich glaube, ja, jede Person dieses Spiels vielleicht ein Kapitalist. Außer vielleicht der Steinbrecher. Vielleicht ist er ja der coolste hier. Oh, guck mal da. Steinbotter, die ich nicht treffen kann. Nein. Oder kann ich die treffen? Ich glaube nicht. Nein. Nicht? Oh, schade. Ich möchte gerne diese Steinbotter, die... Die sind sogar farbige, das heißt, sie sind besonders, aber ich kann sie nicht treffen. Das finde ich sehr gut, dass dieses Spiel auch farbige Steinbotter eingebaut hat. Wenn es einfach nur weiße Steinbotter gäbe, dann hätte ich das politisch nicht korrekt gefunden. Aber Pepper, der mit 12 Jahren Auto fährt, das ist kein Problem. Der macht das nur, um die Welt zu retten. Wieso nicht der Superbahnhofsvorsteher? Das wäre so viel cooler gewesen. Das wäre echt so viel cooler gewesen. Oh Mann. So, aber so langsam nehmen wir uns, glaube ich, hoffentlich mal dem Ende dieser Strecke, denn... Ich damals, als ich das gespielt habe, war das sogar relativ anspruchsvoll. Ist ja immer noch ein Kinderspiel, aber jetzt, wo ich doch schon ein paar Jährchen mehr auf dem Buckel habe, ist das gar nicht mal so schwierig, möchte ich sagen. Ist halt einfach nur Leertaste drücken, ne? Achso, ja, das hört sich anspruchsvoll an. Also wenn ich mir überleg, Leertaste immer und immer wieder drücken, boah. Ja, du bist doch hier der Starwing-Spieler, ne? Oh, guck mal da, die letzte Schlange. Yay! Geil, wir haben alle Schlangen gerade getötet und Genozid an ihren vollführt. Wir haben eben eine ganze Rasse von Schlangen ausgerottet. Keine Sorge, super. Da freut sich doch selbst der Infomaniac. Geil Thema, gut. Das hätten wir schon mal hinbekommen. Relativ erfolgreich. Können wir noch mal stolz auf uns sein. Ich bin echt begeistert, wie das in den letzten Parts vorangeht. Ja, muss ich wirklich sagen. Also, Hut ab. Ich bin auch mal, das muss ich jetzt sagen, das Re-Let's Play ist ja auch sehr mit Emotionen verbunden. Ich bin auch echt froh an dieser Stelle, Rüdiger, dass du bei mir und jetzt hier sitzt und kommentierst und dass wir das zusammen nochmal erleben. Weil wir haben das damals schon zusammen erlebt und jetzt nochmal und das ist ja jetzt echt schon 2 Jahre her und das bedeutet mir sehr, sehr viel. Möchte ich jetzt an dieser Stelle auch nochmal sagen. So. Mir auch. Also das muss ich wirklich sagen. Vor allem, dass wir wirklich auch nach 2 Jahren noch Kontakt zueinander haben, was nicht selbstverständlich ist. Es gibt viele Leute. Ich hasse es. Hallo, Fräulein Rett. Jemanden mitgebracht, wie ich sehe. Ja, das ist Pepper und er ist... Pepperoni. Und er ist hier, um uns zu helfen, die Juwelen von den Schlangen zurückzubekommen. Und dann helfen wir ihm, die verlorenen Seiten der Konstruktopedia zu suchen. Der Infomaniac hat ihn geschickt. Oh, der Infomaniac. Jeder Freund von einem Freund von mir ist auch ein Freund von mir oder so ähnlich. Meine Herren, könnten wir dann langsam? Auf geht's! Das wird mein schönster Running Gag, den ich jemals hatte, dass das Spiel an Rüdiger einfach hasst. Gut, dann werde ich jetzt Moritz und dieses Re-Let's Play eben nicht loben. Dann werde ich jetzt halt einfach, ja... Stur weiter kommentieren. Ist halt so. Das finde ich jetzt gemein, muss ich mal ganz ehrlich sagen, Rüdiger. Dafür kann ich doch auch nichts. Nein, aber ganz ehrlich. Nee, ich muss wirklich sagen, also dass wir nach 2 Jahren das jetzt machen können. Vor allem, weil das ja wirklich bis heute mein absolut ungeschlagenes Lieblingsprojekt von dir ist. Yay. Wobei Harry Potter natürlich auch sehr, sehr genial war, kürzlich, muss ich wirklich sagen. Aber das hier ist wirklich bis heute mein ungeschlagenes Lieblingsprojekt von dir. Und dass ich dann wirklich als Dauergast hier mit dabei sein darf, das ist schon richtig toll. Kein anderer, Rüdiger, kein anderer. So, oh, schön. Ich kann das auf jeden Fall wieder nur zurückgeben. Ja, aber das wir Spiel müssen ja. Das ist ja nicht so zu sehen. Das Spiel ist aber auch nicht ich, Rüdiger. Das darfst du nie vergessen. Ja, wir könnten noch 1000 Jahre lang hier ein bisschen rumphilosophieren, wie sehr wir uns lieb haben. Da könnte ich auch noch so viel zu sagen. Aber ich glaube, wir sollten jetzt erst einmal zusammenfassen. Da haben wir den lustigen, stotternden Doktor, der seine Weisheiten am Stück raushaut. So ein bisschen Weehawk in der Wüste. gemein. Auf jeden Fall werden wir denen jetzt helfen, hier die lustigen Schlangen wieder zu verkloppen, weil irgendwie hassen diese Leute Schlangen einfach. Es sind typische weiße Kapitalisten, gehen in irgendeinen Lebensraum rein, die sie nicht kennen, töten alles, was ihnen auf die Seifen geht und nehmen dann einfach das Geld mit. Aber gut, Pepper hat da anscheinend nicht so viel dagegen, also werden wir ihm jetzt helfen und holen uns dann Seiten, ne? Sollten wir auf jeden Fall mal machen. Klingt nach einem Plan, was hältst du davon? Das klingt nach Intrigen, nach Herzschmerzen. Nein! Nein, Rüdiger, einfach nein! Tut es nicht! Na gut, dann halt nicht. Okay, hier können wir doch nicht rein. Wobei,
Hier, das mochte ich übrigens damals sehr, sehr gerne. Ich erinnere mich sogar noch, hier, als ich damals den Part zu dieser Episode gemacht hatte, hatte ich einen neuen Stuhl bekommen. Erinnerst du dich noch? Ja, ja, ich erinnere mich noch. Yay, yeah, und da habe ich über meinen neuen Stuhl geredet. Das waren auch tolle Zeiten. Der Stuhl ist mittlerweile kaputt. Ich habe, glaube ich... ja. Super. Siehst du, Rüdiger, der Stuhl hat die Zeit nicht überlebt, wir aber schon. So, also mein Stuhl ist immer noch der alte, nur das Sitzkissen ist mittlerweile das... vierte, glaube ich, seit dem Bei mir Beginn ist es halt schon der vierte Stuhl. nur das Sitzkissen, weil das muss immer sehr unter mir leiden. Ja, bei mir alles, weil ich habe ein bisschen mehr Gewicht auf den Rippen, da mag der Stuhl mich nicht so sehr dafür, habe ich immer das Gefühl. So, sag mal, gibt es hier noch irgendwas auf dieser lustigen Pyramide? Oh, es ist kameramäßig vielleicht nicht so optimal gelöst jetzt hier. Und man hängt auch immer an lustigen Wänden fest, die man eigentlich nicht sieht. Was sehr, sehr interessanten Touch verleiht, aber naja. Nur man kann doch nicht alles haben. Oh, da hinten ist noch so eine. Wer, wieso liegen ja eigentlich Diamanten rum? Was ist deine Theorie? Und nein, nichts mit dem Frieden und Herzschmerz. Ausnahmsweise mal nicht. Schade. Weihe mich ein, Südiger, weihe mich ein. Die wichtigere Frage, die ich mir eigentlich stelle, warum liegt da eigentlich Stroh rum? Tja, Rüdiger, dann gibt es nur noch eines, was du jetzt tun kannst. Gut, bevor ich aber mit Rüdiger perverse Spielchen anfange zu starten, gehe ich doch lieber in diesen lustigen Tempel rein und gehe in diesen Tempel rein und verkloppe jetzt ein paar Schlangen. Das wird ein lustiger Spaß, juhu, wo ich mich wieder konzentrieren muss. Und es wird ungefähr genauso ablaufen, wie das Steinbotter verkloppen. Hol dir die Schlangen, damit sie unten bleiben und schnapp dir die Juwelen für die Adventurers. Yay! So, wir machen jetzt genau das gleiche wie damals, beim Steinbotterkloppen, nur dass wir diesmal, ihr seht es, zweimal die Taste drücken müssen, um die Juwelen vom Kopf zu schlagen. So. Oh. Yay! Ja, gut. Das Spiel hat sich mal eben gedacht, es stürzt ab. So, was soll passieren bei Spielen, die nun fast schon 10 Jahre alt sind? Ich glaube, das Spiel ist sogar 10 Jahre alt oder älter. Soll heißen, ja, wir wurden eben gerade unsanft rausgeschmissen und ich hatte natürlich nicht gespeichert, was zur Folge hatte, dass ich alles bis zur nächsten Aufnahmesession eben nochmal spielen muss. Bis zur nächsten Aufnahmesession heißt aber auch eben, dass wir jetzt die Aufnahmesession erfolgreich, würde ich trotzdem sagen, abschließen und wir uns dann beim nächsten Mal das lustige Schlangengekloppe mit einem Holzbrett angucken. Und da freut sich doch der Rüdiger bestimmt drauf, ne? Auf jeden Fall. Also, was haben wir heute gelernt? Wir haben gelernt, dass 12-Jährige durchaus in der Lage sind, einen Helikopter zu fliegen. Wir haben gelernt, dass es auch in der Wüste zu Herzschmerz, Intrigen und was das Leben so alles zu bieten hat, dass es auch in der Wüste dazu kommen kann. Und nichtsdestotrotz haben wir auch gelernt, dass Schlangen alles Kapitalisten sind. Also das ist doch schon eine Menge gedanklicher Input zu verarbeiten. Und mit dieser Aufgabe lasse ich euch da mal alleine. Ihr habt's gehört, Professor Dr. Medizin zu Psychologie Rüdiger hat die Welt erklärt. Ich kann nur dumm rumspielen und Pepper interpretieren. Und der letzte Mann, der hier die Worte hat, ist natürlich der Superbahnhof-Vorsteher. In diesem Sinne, bis zur nächsten Episode und tschüss. Ciao. Hey, schön, dich zu sehen. Die Polizei will dich sprechen, Pepper.